Es ist wieder soweit, die Aufnahme läuft. Im Gießener Jokus geht das E-Café, die Talkshow zum Mitreden, auf Sendung. Das Besondere, egal ob im Saal oder zu Hause, der Zuschauer ist ein Teil der Veranstaltung. Im Chat hat jeder die Möglichkeit, sich an der Show zu beteiligen. 2011 initiierte der Gießener Student Tobias Essinger gemeinsam mit Kommilitonen das Projekt E-Café. Wir haben mit E-Café vor allem die Idee gehabt, eben den Zuschauer mit einzubringen. Warum wir das gemacht haben, war vor allem, weil wir eben irgendwelche Talkshow-Sendungen uns angesehen haben oder besser gesagt ich mir angeschaut habe und so ein bisschen auch so das Gefühl hatte, immer so mitreden zu wollen, mich einzubringen mit der Meinung, was die Experten vorne in den Talkshows immer sagen. Jede Sendung wird gut vorbereitet. Die Mitarbeiter des Teams diskutieren Themen, Gäste und Konzeptionen. Im Vordergrund der Sendungen stehen gesellschaftliche Diskurse. Haben wir Angst, deutsch zu sein? Wie viel Sexualisierung verträgt die Gesellschaft? Oder Gott, eine gute Idee? Geld gibt es für das Engagement der Studenten keines. Dafür aber Erfahrung. Was die Leute hier natürlich erfahren oder was sie hier lernen, ist vor allem journalistisches Schreiben. Wir haben da jetzt auch eine Redaktion aufgebaut mit einem Chefredakteur, mit einem Ressortleiter, die dann verschiedene Aufträge geben, zum Beispiel ein Porträt zu schreiben, einen Kommentar zu schreiben zu der Sendung oder einfach auch mal ein Interview zu führen mit den Gästen. Wenn die Sendung näher rückt, hat das Team des E-Cafés alle Hände voll zu tun. Das Studio muss eingerichtet, Scheinwerfer justiert und Kabel verlegt werden. Auch bei Essinger wächst die Anspannung. Ich bin schon aufgeregt vor der Sendung, immer teilweise sehr nervös auch. Ist natürlich immer so eine angespannte Geschichte, wenn man ganz viele verschiedene Gäste hat und man nicht immer genau weiß, was auf einen zukommt. Was auf ihn und seine Gäste zukommt, bestimmen schließlich auch die Zuschauer zu Hause. Und dieses Konzept kommt gut an. Ich muss echt vor dem Engagement der Studenten da absolut den Hut ziehen. Mit den Möglichkeiten, die sie da haben, so eine Sendung auf die Beine zu stellen, das ist schon aller Ehren wert. Ich finde es sehr gut beim E-Café, dass es auch einen Live-Chat gibt, bei dem ich dann mich beteiligen kann, kann Fragen stellen und bekomme sehr schnell darauf eine Antwort. Am Livestream finde ich einfach super, dass wir halt auch zusammen dabei sein können. Wir können uns vor den Computer setzen, auch wenn wir gerade keine Zeit haben, dahin zu gehen. Und das finde ich einfach super. Für dieses Semester verabschiedet sich das E-Café, doch die nächste Staffel ist schon in Arbeit.